Welcome back, YouTube. Ne? Heute mal in Englisch. Willkommen zurück, YouTube. Ja, da, wir sind wieder da. Ich habe gerade noch mal ein bisschen gecheckt, was wir für Pokémon haben, was wir fangen durften, was wir nicht fangen durften. Alles regelkonform. Wir haben uns an alles bisher richtig erinnert. Ich habe mir jetzt zwei Screenshots gemacht, was wir in den alten Boxen für Pokémon hatten. Und daran kann ich mich ja gut orientieren, was wir schon für Pokémon hatten. Also unloved or unworthy? I don't know. Hängt von euch ab. So, Trainer hatten wir hier. Da unten nicht ein Item. Und wir können gleich noch ein Pokémon fangen, und zwar da unten in der Höhle. Da unten ist in der Höhle, ist ja gleich noch. Aha. Baby, don't hurt me no more. Was? Pork no los dos? Was? What are you talking about? Is this like some kind of Spanish or something? Baby, don't hurt me no more. So, hatten wir den Trainer hier schon, Leute? Weiß das jemand? Fenrir und Entchen, wollt ihr noch ein bisschen klopfen? Wollt ihr noch ein bisschen Prügel? Ja, let's go. Ich werde dir etwas über Pokémon beibringen. Alles klar. They wanna teach me something about Pokémon. What are you doing? Means why not both in Spanish. Oh, didn't know that. Tangela und Glutexo. That's pretty cool Pokémon, man. Glurak. So. Ja, davor habe ich ein bisschen Angst hier, ne? So, this one spirit is pretty scary right there. And I guess I need to kill it kinda quickly. And I don't know what I'm gonna do with it. Ich glaube, Fenrir tausche ich mal aus an der Stelle. Ich hol mal Dosho raus. Wegen Glut. Da 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 da. Haha. That's not very effective. Golrak. K is what and pork is why. Okay. Nee, machen wir andersrum, glaube ich. Hier Stärke gegen Glutexo und die Glut gegen Tangela. Let's go. Hey, Kaluisia, na, was geht? Ah, mir hat die Nase. Oh, lol, it's almost a one-shot. One shot to go! Oh, damn, don't hit me, man! Oh, yikes! Ah, my nose is already pretty itchy today. I don't know why. Was für ein atemberaubender Kampfstil! So, yeah, you kind of like saying that I'm a pretty good fighter? Thank you, man. Thank you, come again! So, the Pokémon I used is 1, 2 and 3. 3! So, ihr habt jetzt wieder meine volle Aufmerksamkeit, Kana, wie B. So, auch mal im dritten Stream reinschauen heute. Also, auch mal finde ich aber nicht so nett, Kali. Ja, wir sind der Streamer, ich bin Pokémon. Und Pokémon ist voll beliebt. Also, meistens bei mir irgendwie, lustigerweise, warum auch immer. Itchy nose? No one wants to see that. Well, I'm sorry, man, I can't change that. Maybe because of the bad weather, some kind of weird things are flowing around in the air. Still no Kaluzia in the team. Oh, sorry, man. But steel is pretty rare, man. I can't change that. I can't make it rain steel-type Pokemon. Rip webcam. Oh man, dude. Why you put out my webcam? Why? Let's turn off the webcam for 10 minutes. Yeah, that's true. Man, I really should take like a description for English viewers here. I mean, I guess you tried it. So, you know, now you know what it is. So, Entchen hat jetzt aber genug Punkte. Jetzt reicht's mir. Fenrir, hol dir Punkte. With 1k channel points, you can turn off this webcam, yeah, for 10 minutes. But it has a cooldown of 1 hour. Now he can itch his nose in peace. Oh, that's a good idea. No, just a joke. Please don't do that. Well, still itchy, man. It's itchy and scratchy, man.
Die Webcam ist für 10 Minuten aus. Und schaltet sich automatisch auch wieder ein. Ich muss das nicht selber machen. Das macht alles ein liebes Programm für mich. Hallo Kusilla, tschüss Kusilla. Aua. Es leckt mich erstmal ab, das ekelhafte Vieh. Bam. Tschüss. Pum für Fenrir. Ching ching. Level 26. 26, man. The same girl. Yikes. We got some ghost. Ghosts, toast. Ne, toast, ghost, right? Geister, Weißbrot? Ja, doch, ghost, toast. Oh, thank you, man. So, maybe he needs some help over there. Lynn, Zeit zum Helfen. Oh, he's killing himself. No, don't do this. You have a family, man. We need Kalysia in the team. I know, man. Oh, dankeschön für die 10 Bits. Thank you. Und ja, ich habe erst Bits ab 50 drin, weil das kann man sonst übel spammen und so. Wir hatten schon mal Fälle, wo Leute irgendwie, keine Ahnung, 10 Mal oder so im Stream irgendwie Bits gespendet haben. Und dann dachte ich so, ja, vielleicht macht man das ab 50 Bits. Weil 50 Bits sind 50 Cent oder so, glaube ich, umgerechnet. Das kann man mal machen. Also, es gibt einen Bitter-Alert, aber der triggert erst ab 50 Bits tatsächlich. Damit man das nicht spammen kann. Weil sonst kann man mit ein paar Bits irgendwie 50 Jahre lang spammen. Oh, thank you for all the free hugs, man. Thank you. Well, I guess you can kind of spam this one. Free hugs, Corona. That's true. So, jetzt hat Fenrir mal sein Level abbekommen. Sehr schön. And now it's time to do this one. Hello there. Huff, 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 huff. Komm, tritt gegen meine Pokémon an. And. Ba, ba, bu, bu, du, bu. Hiro. Watashi no Hiro. So he's kind of Japanese, maybe? Love is in the air. Ja, ein bisschen, ne? We got a lot of free hugs today. Thank you, man. This is like a pretty bad matchup. So, maybe I just wanna do it like... Ein big hello vom Entchen. Hallöchen, Entchen, moin. Monkey top and cherries at bottom? Wait, monkey top and cherries at bottom? Wait, what? Hä? Huh? What? I'm kinda confused now. That kid's outfit. Ah, you mean that one, yeah. It's like the Pokemaniac's outfit. So, like, I guess the name kinda calls itself. So, was mache ich jetzt gegen Smogon, Leute? Smogon! Smogon! Dusche war auch dran. So, oh, grün. Yikes! Dosho is sniffing some heavy drugs. Wait, what? Dosho is again smoking some heavy drugs. Was? Entchen! Na, was geht? I guess the upper one is kind of normal, but the lower bottom is definitely a Charizard. That's true. But the upper one just looks like a normal T-shirt to me. Vergiss nicht, was du mir angetan hast. Ich werde dich immer daran erinnern. Oh no, come, stop. Stop taking my smartphone and viewing up my number. She sits right behind me, but is in another stream. Yeah, that's true. Ich ist bestimmt bei Louis, nehme ich mal, ne? Was zockt denn Louis eigentlich gerade noch? Zockt er immer noch mal Luigi's Mansion, ne? Glaube ich. Also hat er Friendly Fest gespielt, habe ich gesehen. Low Level Cosplay. Ja, keiner. Ja, das könnte ich eh nicht gucken, weil das spoilert mich.
Also irgendwann werde ich aber schon Luigi's Mansion 3 nochmal weiterspielen, das ist nicht, ne? Das ist ja schon ein cooles Spiel. Aber erstmal Punkte verteilen. Dosho Lin. I don't need this one. I can take this one, I guess. Let me kill this pretty quickly. Thank you for the experience. So. We got a free item over there. I'm Christian Salts. Which is translated to Coast Salt? Coast Salt? I don't know. With her tablet, she's in Luigi's stream. And with her smartphone, she's in Steven's stream. I see. I'm kinda hated. I'm the unloved too. Das ist natürlich auch wie lustig. Da oben bringt's mir nichts, da gibt's keine Items. sounds like something I will do. Who knows? Endlich brauchst du schon wieder XP. Aber endlich hat schon 11 Punkte. Ne, weißt du was? Jetzt ist mal wieder mal Alfie dran. Let's go. Wenn du ein Lagerfeuer entzündest, musst du immer Wasser in der Nähe sein. Shioni has two devices for Twitch one streamers to suffer Kai. No, it's okay. Will you be my Pokemon? Oh, that's kind of sweetheart. That's kind of okay. I guess you can watch what you want. And I guess I did stream so much freaking Pokemon in the last 1 month or 2 months or something that... I mean, I'm still not sick of it somehow, but I could imagine that people watching the stream are get kind of annoyed by that. It's like it's an variety streamer which only plays suddenly one game all the time, which is pretty annoying, I guess. Because like, yeah, the charm of variety streamers is that they play like something else every time. But, like nowadays, I'm streaming a lot of Dyson Sphere program and Pokemon, so that's like Dyson Sphere, you might be right with that, I'm sorry, man. I really love this game. So, Alfie hat den Trainer allein verprügelt, kann das sein? Das ging ja recht fix, hat gar nicht mitgekriegt. Das ging ja wieder richtig, Dyson Sphere. Oh, das Game ist so amazing, ne, ich finde das so geil, das sieht so cool aus. Ich habe jetzt so Planeten entdeckt, die komplett unter Wasser sind, da hast du einfach... Du hast da übelst geile Erze und es liegt alles unter Wasser. Das sieht aus wie so ein Wind Waker-Planet. Voll geil. Dann gibt es noch einen Planeten, wo es aussieht wie so ein Dschungel drauf. Da findest du dann irgendwie grünen Kristalle und so. Was ist denn Dyson Sphere? Dyson Sphere Program ist ein... Alter, wie soll man das beschreiben? Kennst du Factorio als Spiel? Oder Satisfactory, das ist sowas ähnliches auf interplanetarer Ebene. Das heißt, du hast so einen Planeten, da liegen Erze und Ressourcen und Wasser und bla. Und du kannst dann da halt so Sachen drin bauen und... alles mögliche craften und refinen und dann halt irgendwelche Endprodukte herstellen und so. In my opinion, the most boring game to watch. Even worse than LOL. Prepares to kill Dyson Sphere. Oh, I really like Dyson Sphere. It's like a pretty enjoyment. It's like pretty chill though. You can just play it and chill and yeah, it's like... I really like it. But I guess kind of gets replaced by, sorry. I guess it kind of gets replaced by the Mad Games Tycoon, which is just like an economical simulation of game development, which is pretty funny to do. And it's like, it feels like playing like an old tycoon game, like Roller Coaster Tycoon or something. It's just nothing interesting happens. Yeah, I mean, I could imagine that one. But I pretty much like watching others playing Dyson Sphere Program because... I mean, me as a player myself, I really can enjoy it because I'm learning something new from it. So, of course, it's enjoyable for me, I guess. It's kind of natural. But, yeah, I can imagine other people's... kind of thinking it's kind of boring because, yeah, I guess if you're not interested in the game yourself, then you don't want to learn anything from it, so yeah, it's kind of boring, of course. I'm kind of sorry for that because the chat is always pretty, yeah, like pretty calm or really, there's a lot of silence in the chat, but I really just love this game. It's like,
It's like really pretty cool to play. I don't know why. I can't change that fact, man. Let's take this one first. Silent is in the chat. Naja, Silent, du guckst ja relativ, also du bist noch relativ häufig bei Dyson Sphere anwesend. Warum auch immer. Ich mag halt die chillige Atmosphäre bei anderen Leuten im Stream. Also wenn andere Streamer irgendwas Chilliges spielen, finde ich das auch mal irgendwie geil. Da kann man im Chat immer so schön abhängen, so mit den Leuten quatschen und so. Deswegen gucke ich auch so gerne LOL. Bei LOL kannst du auch so richtig schön im Chat abchillen und einfach mit Leuten quatschen. Viel mal geil irgendwie. Warum auch immer. Naja, ich weiß ja, dass du Dyson Sphere auch nicht sehr gerne magst, Silent. Von daher denke ich mir natürlich so, warum ist er denn eigentlich hier? Ich meine, es gibt doch bestimmt bessere Streams zu gucken. I tried streaming .hack the other day. What is that one? .hack? Where you're kind of hacking some points or something? Wait. I might getting the wrong point here. Oh no, Fenry is poisoned. Absorber. Oh, that was pretty small damage. Wait. Ich glaube, Eiskalt, der hätte mich mit Aquaknarrer töten können, weil ich nicht aufgepasst habe. You don't know the .hack series? I mean, it sounds like an anime or something. And I imagine that there is like an anime where the title is like in point and then hack and then something else. I don't know. I've never seen this before, to be honest. So no, I don't. I'm sorry. I mean, if you mean the anime, I've never seen this before. It had an anime with it. Oh, okay. Now, no, I never seen this before. I'm sorry. Or played the game. So, wir brauchen mal ganz schnell ein Gegengift, Leute. Ich habe gerade echt nicht aufgepasst, ne, muss ich sagen. Dyson Sphere ist jetzt nicht mein Favorit zum Zusehen, aber nicht in der Gruppe der Spiele, wo ich partout Nein sage. LOL, TFT, Civi oder Anno. It was a PlayStation 2 game series. Oh, well. Oh, say. Well, I get my PlayStation 2 pretty late. I mean, I just bought it, I guess, when the Wii was already out, so I don't own too many PlayStation 2 games, I'm sorry. So, wer hat jetzt die ganze Zeit gekämpft? Ich muss mal Punkte vergeben, muss mal ein bisschen... I need a little bit more concentration. Snow und Fenrir, waren die beide im Kampf drin? Ja, ne? Also, Lynn kriegt 2 Punkte und Fenrir kriegt 2 Punkte. Ne? Ich sag ja. I don't know about that either. Oh no. I mean, PlayStation 2 games. I mean, I'm more like a Nintendo kid or something, so that's like. Yeah, I'm sorry, man. Emulator is good though. Okay, that's good to know. I mean, maybe one day. But maybe not. Are there lying any items around here? No. Okay. So, hello there. How are you? Fenrir is needing some points. Oh, what? Holleri di doodlio. I can't even pronounce this in German. What is this? Holleri di doodlio. Holleri di. So this is like jodeln? Du musst jetzt mit Holleri antworten, da es hier kein Echo gibt. That's pretty funny. Okay, I get this. Oh, Janu, der Henno. Was like the precursor to things like Sword Art Online. Okay. I mean, Sword Art Online is pretty amazing. I really like it. For some reason. Das ist normales Gejodel, Kai. Ja, aber ich kann es nicht aussprechen. Ihr Leute, sag ich mal, wo ist aber das von Otto halt, ne? Der gute Otto Walkes, Alter. Einfach Comedy-Legende. Goldini, Goldini. Das Porno-Pokémon. Das ist ein Singleplayer-Game, but pretended to be online. Okay. Oh, ein Botogel. A Delibird. Oh, it's so cute. I love this thing. I don't know why. Ein männliches Goldini benutzt Nassmacher? Ich verstehe. Boah, Silent! Warum? Why would you do that? Oh, a present to me! And it makes boom.
and take it does one damage. Damn, man, that's dangerous. Man, not. Level up, yay. Ba, 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 boop, boop, boop. Weißt du, er schenkt uns was und wir töten ihn dafür. Horioriti! Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, genau. Ich übernehme das jetzt mal frei aus Otto. So, this is time for the next Pokémon, guys, because the Meteor fella, the Meteor Falls, are like a single piece of cave or something, so this is kind of in root itself. Ich glaube, eine Hose würde dir gerade nicht schaden. Why is this working? Kali, warum? No! Okay, stop it. I gotta do something for myself. Searching far and wide. No, don't do that. No, it's forbidden. That's forbidden one. Don't do that. We are crowding. So no Johns, please. I kind of need you to delete these one day. It gets pretty annoying. That's like one of the scenes from the movie The Detective Pikachu. And you can type in the chat Detective Pikachu, Pikachu. No Johns. Yeah, well, that's like an... Not no Johns, please. Do you know this meme? No Johns, please is like... If you lose a game or something, please blame it to something else just because you don't want to say you're bad. So please, no Johns. That's like a meme or something, I don't know. So it's time to disable these ones, guys. So hier. Wie kann man denn die disable, die Brudis hier? Hey, mal gucken hier. Yikes. Na, was ist denn los wieder? Und wieder Muschihusten angesetzt, Mann. Searching for no, stop it! Don't do that, it's from a movie! Don't do that, man, I'm recording. YouTube is gonna rip my head off. Stop it, please! I don't know how to disable these ones. Well, that's pretty bad, though. Wie mache ich denn die aus, Bruder? I wanna see. No, I don't wanna see. Not now. Zeit für eine Hydration, Kai. Ich trinke schon eine Cola die ganze Zeit. Aber der Husten geht doch echt nicht weg. Kann ich irgendwie rechtsklicken und sagen Disable? Delete the button. Well, that's pretty good. Nee, delete möchte ich das nicht. Das wäre ein bisschen gemein. It's back. Ja, that's normal. I'm sorry. Button-Einstellungen. Default. Was ist hier? Ach, damit kann ich quasi so eine Farbe festlegen, okay? Well. Man. That's awful. I mean, I could just decide to close this program. But then I would disable all the achievements which are connected to it. That's pretty bad. Can I disable this one? It's a black screen with Almighty Kai. Yeah, I'm sorry. Thank you for the free hugs though. Yeah, this is still available here. I guess I can't disable these ones. Oh man. That's pretty sad though. Da muss ich mir noch mal einfallen lassen, heute. Das ist nicht cool. Aber ich dachte auch nicht, dass das überhaupt geht, tatsächlich. Das wusste ich nicht. No, machen wir es jetzt so. For now, it's time to stop it. So. Jetzt werde ich jetzt mal echt ein bisschen trainieren und erstmal Design wechseln. So, wieder zurück. No Johns, please.
Oh, Fenn kriegt noch seinen Punkt. I forgot it. So, next Pokémon, guys. Als Tag, was siehst du, Kai? Ich wollte dir nur zeigen, dass es noch funktioniert. Ja, toll. Number 58, that's not bad. Yeah, I guess you really need much... really tons of time for getting up to, like, top 10 or something. But reaching, like, 30 place or something is pretty easy. So, it's time for getting new Pokémon, guys! Neues Pokémon! Ab am Stissel, gibt's hier Items? Nö, ne? No items. Na, sag mal. Man. For the Chapter 10, you need more than 100k. No, it's not like channel points, but you need a lot of experience. Okay. Ich glaube, wir hatten schon mal einen Alfie als Makuhita, oder? So, this is like Dupe's Claws or something? Yeah, that's Dupe's Claws, okay. Am gesündesten ist immer noch Wasser mit Verdünnungssaft. Was ist denn Verdünnungssaft? Achso, du meinst mit Fruchtsäften, oder wie? Hm. Hab ich auch zwischendurch mal gemacht. See, I guess. This is Dupe's Claws, so this is like, we already had this in the last region. So, this is a new try for us. Oh man, please be Dupes. Please be a Dupe's Claws, man. I don't know, man. Hatten wir schon mal ein Ladybug? Echt nicht? That's pretty bad, though. Oh my god, yeah, that's like... That's like... I mean, I can do something like... this. Käfertrainer kommt wieder. Dexi, du mich auch. Dankeschön. Hatten wir nicht wirklich schon mal ein Ladybug? Haben wir nicht ein Ladybug gehabt? Ich überlege gerade. Warte mal, ich habe ja jetzt die Videos. Ich habe ja die zwei Bilder hier, die ich aufgenommen habe. Hatten wir nicht sogar mal ein Ladybug? Oder ich glaube, das war noch eine Edition weiter zurück, ne? Also das war, glaube ich, in der Edition, wo wir... Das war die Edition, wo wir Dings gespielt haben, ne? Wo wir... Was haben wir denn da gezockt, Leute? Platin, ne? Ich glaube, in Platin hatten wir einen Ladybug, ne? Kann das sein? Ich kann mich jedenfalls ganz grob erinnern. Da hatten wir auch ganz viele Käfer-Pokémon. Ich glaube, Ladybug war auch eins davon, aber in dieser Generation leider nichts dergleichen. Schade. Lady Bäh! Ja, ist so. Mein erstes Shiny war Paras. Mein erstes Shiny war ein Zubat. Ziemlich safe. So, like, this is pretty bad. But it's the first Pokémon we encountered, which we didn't had yet. So, I've got no choice to catch this one. I'm kind of forced to it, so. Well, let's do this pretty quickly. And you still... No, I can't. If I decide to not take a Pokémon because it is a Dupe's Claws and we had it in this region or in the region before, then I can choose to take another Pokémon. But I have to take the first Pokémon, which is completely new. So, like... Yeah, like... I need to catch it. But, yay! We don't need to catch another one of these. For this region and the next region. So let's... Like, okay, I guess. Oh, man! Warum denn Ladybug, Bruder? Will ich nicht. Egal, dann nennen wir es jetzt... weiblich. Weiblicher Käfer. Biene Maya. Es ist ja ein Marienkäfer, ne? So, das ist halt ein Mutschikäpchen. Also nennen wir es jetzt mal Maria. Ave Maria. He had one more Kahita in the first Pokemon edition he played, yes. Shugu after you step on it. Man, that's pretty mean though. I really like these little bugs. They're kind of cute, I guess.
I also first thought of Biene Maja. Ja, Biene Maja ist ja auch cool. So, weiblicher Käfer, fällt einem halt Biene Maja ein. So, what could we get any else? So, now it's time for me to be kind of triggered. So, okay, this is not time to be triggered. Because Zigzagoon is like pretty lame though. So, it doesn't get any better, I guess. Mein erstes Shiny war Haspiro in Platin. Ich weiß gar nicht, wann ich meinen Zubat bekommen hat. Diglett, come on, no. That's pretty lame either. Kill it with fire! Thanks. I mean, Entchen needs some experience. Makuhita isn't bad, but it's Dupe's Claws. Oh, a Zubat! I mean, we didn't have that one either. And like, what is it called in English? What is it called in English? I don't know. X-Butt is it in German? Mein erstes Shiny war tatsächlich ein Zickzack auf der ersten Route in Pokémon Rubin. Und ich hatte noch keine Bälle. Wow, das ist fies. Gyarados was for 80% of the Pokémon player base the first Shiny. Well, that's true though. A Crobat, yeah, that's true. Yeah, my first Shiny was a Zubat, and it turned into a pink Crobat. Which is pretty ugly though. Das war doch kein war auch noch ein 100% Shiny, also nichts Spezielles für mich. Also ja, man könnte sagen, mein erstes richtiges, also mein erstes Random Shiny war ein Zubat. Mein erstes Shiny war... Warte mal, hatte ich das Zubat vorher? Ne, ich glaube, ich hatte das Gyarados eher. Ziemlich sicher. Aber tatsächlich war mein Pokémon aus der Gold- und Silber-Edition. Ich glaube, ich im Kristall habe ich, glaube ich, das Shiny Zubat damals gefangen. Und damals wusste ich noch nicht mal, was Shinies sind. If you exclude the Gyarados, my first Shiny was a Wingull in Pokémon Emerald. Oh. Cave Dwellers go pale after too much time. That's true. Ich meine, ich hätte sogar einen X-Bud ganz gern gehabt. Ich finde X-Bud cool, ich mag das. Aber, ja, ist halt auch jetzt nicht so krass, ne? Ist jetzt auch nicht so cooles. So, this cave was kind of bullshit. Sorry to say that, but it is. It is truth. There's only like pretty, at least boring Pokémon over here. Except for the one which we already had. So, like, here, I guess. Sucks to be me. So I gotta farm some experience over there. Thank you pretty much for... Oh, Schneckmark! Which would be also a Dupe's Claws, which we had... we also had it in the last region. That would be a Dupe's Claws too. Hier gibt's nur Dupe's Claws oder Lame Pokémon. Toll. But I didn't... Oh, damn! A Kickly! That's a Dupe's Claws too, man! What are you doing with me? Ich kann schon Sprungkick, krass. It's a damn Kickly, man. But we used this in the Elite Four in the last region. He was the dear Zidane. Zidane Neko. Man. This gets pretty sad though. These are all like dupes Pokemon or Pokemon which are just not entirely interesting. I'm sorry. It's just like, it's the truth, man. I can't change it. The Zidane that died of a critical hit. Yeah, that's true. Here. I mean, why would I here? Just a bunch of team Aqua and Magma guides. Guys. Guides. Hello there! Mit diesem Meteorit wird das Ding am Schlotberg. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du dich Team Magma in den Weg stellst, erwarte keine Gnade. Bleib sofort stehen, Team Magma. Ihr hört euch gewaltig, wenn ihr meint, ihr könntet mit der Welt machen, was ihr wollt. Hey, the Blue Bros. The Blues Brothers. Sogar Team Aqua leistet uns Gesellschaft. Aber es ist viel zu anstrengend, sich mit allen auseinanderzusetzen. Hey, das spielt doch keine Rolle. Wir haben die Meteoriten und so machen wir uns auf zum Schlotberg.
Wir sehen uns, ihr Würstchen von Team Aqua. But not so sad like your Schneckmark last region. That's true. He died pretty fast. Dich kenne ich doch, vom Museum in Graffitport. Ah, du bist Kai. Damals dachte ich, du würdest Team Magma zu Team Magma gehören. Hm, du bist ein merkwürdiges Kind. Team Magma besteht aus Fanatikern. Sie zerstört alles und behaupten, die Landmasse vergrößern zu wollen. Wir, Team Aqua, lieben das Meer über alles. Team Magma ist unser Erzfeind. Ja. You're both idiots. No Team Emerald? No, they are just like, kind of, like, reuse them. Was, wir sollten Team Magma verfolgen? Ja, ja, das müssen wir. Wir müssen uns beeilen. Nicht auszudenken, was Team Magma am Schlotberg anrichten will. Kai, du solltest Team Magma im Auge behalten. See ya. See you around. Oh, come on. Stop being annoying. Ich bin Cosmo, ich bin Professor. Professor Eich? Einige Typen von Team Magma haben mich überredet, sie zur Meteorfälle zu führen. Sie haben mich hier reingelegt, sie haben sogar die Meteoriten mitgenommen. Ah, da taucht die im Team Aqua auf, Mann, die sind auch nicht anders. Und ich verstehe absolut nicht, was los ist, Mann. Was haben sie mit den Meteoriten am Schlotberg denn vor? Ich weiß was. Lame. Oh, Items. Na komm, das Gehfeuer verschon ich mal. Hot shit. We got some definitely hot shit over there. This is like a master ball. We got a free master ball. Which is pretty nice to have. Das ist auf jeden Fall hotter shit, Leute. Ach komm schon, nerv doch nicht. Dann halt so. Items? Nichts, gut. Okay, tschüss. Ich hab tschüss gesagt. Danke. So. We are out in the free world, guys. Zurück auf Route 115. Rapidu. Oh, hello there. Mein Talent ist, Ziegelsteine mit meiner Stirn zu zertrümmern. That sounds pretty hurtful. Why would you smash, like, what are they called? Why would you smash bricks with your forehead? Sounds like a lot of ouch. Ich hab schon von Kali, was von Kai gehört, Kali? Xion, es tut mir leid. Kann auch noch nichts dafür. Und der hat einen Curlier, der ekelhafte. Ich will auch. Warum hat ein Karate-Dude einen Curlier, Mann? Triggered. Also der heutige Stream ist wieder mal sehr unzufriedenstellend, muss ich sagen. Das gefällt mir gar nicht, Leute. Viele schlechte Pokémon. Ah, und ein vermisstes Trassler. Das macht mich noch trauriger. Oh nein, nein, no. Okay, aber Snow hat einen Punkt verdient. Hey, was soll's. Snow kriegt einen Point. Bitteschön. Ja, drei. Sehr gut. Dann gucken wir noch schnell hier nochmal rein. Was gibt's hier so Schönes? Ein Item. Ein X-Treffer. Kaufen Sie X-Treffer. Damit treffen Sie immer X-Treffer. Das Item Ihrer Wahl. Morbbeere. So if you would exchange the B for a D, that would exactly make a Mordbeere, which would mean that it's a berry to murder someone. Just saying, I mean, it's like pretty obvious in German. Like a Mordbeere, or it's called the murder berry. Damn, son, it sounds epic. Don't you want to a murder berry? Are you running, or if you're just, are you just stupid? Oh, items! Items! I can call an item! Where are you? Sounds like a lot of brain damage. Ja, es gibt echt genug Leute, die tatsächlich ihren Körper so weit stehlen können, dass ihnen gewisse Sachen nichts mehr ausmachen. So. Oh! That's Bullshit. That's Bullshit, man! Okay, so sorry, the item. So, I guess I gotta punch this girl in the face. La la la, dieser Strand ist mein geheimer Trainingsort. Du hast mich gestört. Oh my god. I'm going to die here.
Hast du eigentlich schon gegen Flavia gekämpft? Nee, ich muss ja noch die Route machen. Also ich muss noch die Route... Oh, Lavita! Boah, wie cool, ich will auch! Ah, ich will auch! Zubat! Die! Thank you for the experience. Oh nee, come on. Halt die Klappe. Lasst mich doch in Ruhe, Mensch. So, Snow kriegt noch einen Punkt. Ist das nicht schön, Leute? Snow kriegt noch einen Punkt. Yay. Oh, Doppelkampf. Ein Double Fight. I guess it's time for Dojo and... Alfie, let's go. Turn around, you idiot. Come on! Ha, easy. Ich habe ein seltenes Pokémon. Möchtest du das mal sehen? Ich zeig dir Rechtnasen. Sicher, dass der nicht Pedo ist? Du hast mich bei der Meditation gestört. Das verlangt nach einer Strafe. Hm. Was? Irgendwie lasse ich viel zu oft raushängen, dass ich irgendwie Schmerzgeil bin. Stimmt vor allem nicht mal. Oh, ein Donphan. Cool. Oh, Schlupfung. Oh, krasse Pokémon. Das ist ja auch wieder krasse Dudes. It's time for the Donnerblitz. It's time to Donnerblitz someone. Thunderbolt! That's kind of ridiculous, to be honest. Ich muss doch noch zum Schlotberg. Ein Tuska! Tuska, Tuska! Aurora Beam! Bam. In your face. Ba-bam, ba-bam, ba-bam. Ein Kingler. That's pretty epic, though. But I'm sorry, man. I got the Thunderbolt. This move is so amazing. Heute ist wieder eine englische Episode, merkt man, ne? So, today is going to be some kind of English episode again. Dojo is trying to learn what it's called in English. I don't know. I guess it's like an attack that raises your attack and defense stat, but I don't know the name, to be honest. I guess it's bulk up or something. Might be true. It might be not true. I don't know. I mean, I might don't need this anymore. Ich meine, wir haben ja, also wenn ich Flug überlege, ne, haben wir was gegen Käfer. Aber da kann ich auch Glut einsetzen. Bulk up sounds right, okay. Also ich könnte Schnabel noch gegen Pflanzen-Pokémon einsetzen. Da habe ich aber auch Glut. Ich könnte Flug gegen oder gegen Kampf einsetzen. Aber da kann ich auch einfach auch Doppelkick einsetzen, was genauso viel Damage macht. Also ich würde sagen, Schnabel könnten wir wegmachen, oder? Ich meine, wir haben zwar nur einen physischen Move und das ist Doppelkick, aber vielleicht kommen da ja noch welche hinzu, die noch besser sind. Wie sieht's aus, Leute? Wollen wir Bulk ablernen? Protzer? Oder wollen wir Schnabel behalten? Hm. Ich finde das ganz cool. Let's go. See ya. It's time to boost myself now. Bulk up nützt doch kaum was. Ja, vielleicht kriege ich später noch mehr Namen. Schnabel ist jetzt echt nicht so nützlich. Ich meine, ich kann meinen Doppelkick damit boosten. Das macht ziemlich viel Damage denn. Der macht jetzt schon guten Damage. Und ich krieg physische Verteidigung. Feuer und Elektro sind speziell. Ja, aber Kampf ist ja noch neutral, ne? Also ist ja noch physisch. So, Items. So, Dojo kriegt 2 Punkte und Alfie kriegt 2 Punkte, unser kleiner Hamsterboy. Lalala. So, die Route war ziemlich useless. Ich würde hier gerne mal surfen, wenn ich kann, aber noch ist da noch nichts am Stissel. Buff Baby Yoda, was? Wieso soll mein Baby Yoda buffen? So. Wir sind zurück in City, guys. So. Ich würde sagen, wir haben ja alles erledigt, oder? Würde ich sagen, ab zurück nach Dingsbum City. Ich werde jetzt mal ganz schnell, ganz unverschämt einen Schutz benutzen. Wenn ich ihn wiederfinde, schiebe ich ihn auch mal nach oben. Hier. Super Trank. Super Trank is pretty important. And Super Schutz. I need that too.
Komm hier, let's go. So, lasst mich mal durch hier. Ich muss mal schnell rein da. War ich eigentlich hier schon? Nee, war ich auch noch nicht, ne? Oh, let's take a lot of points over there. Das habe ich noch gar nicht gemacht, Leute. Was ist mit mir los? Wer will noch Punkte haben? Wer will noch Punkte? Wer will noch Punkte? Snow. Okay, und wer will noch Punkte? Ja, Alfie. Let's go. That's a lot of points over there. And these have pretty low level where I can just smash these, I guess. See ya. It's like pretty easy over there. Oops. They're only a waste of time. But they give points, guys! 1-2, 1-2. Beerensaft. Okay, das ist wirklich a waste of time. Aber ist mir egal. Ich nehme die Trainer mit. Das gibt alles Punkte. So, und als nächstes sind Dosho und Snow dran. Let's go. Schnell mal durchrushen hier. Easy. Leicht verdiente Punkte. Oh nein, bitte nicht. Nein, oh Mann. Egal, Dosho kriegt nochmal 2 und Snow kriegt nochmal 2. So. Haben wir eine sehr even Distribution today. So, Items. Ein super Schutz. Was ist das, Emote? Ah, so. I really didn't recognize this one. Also, der Emote ist bei mir ziemlich klein auf dem Bildschirm, weil ich hab's auf dem rechten Bildschirm, der ist nicht sehr groß. Und, deswegen, ich erkenne Emotes meistens erst, wenn ich draufklicke oder genau hingucke. Also hier den hier mache. Weil ich bin nämlich inzwischen ziemlich blind. Also nicht blind, aber ich bräuchte langsam mal eine Brille. So. Für Arena 4 musst du nicht trainieren, da das Level dort max 29 ist. Ja, das klingt ziemlich richtig. Aber ich hatte schon immer das Problem, dass ich bei Flavia... Für Flavia musste ich irgendwie nie leveln. Aber für Norman müsste ich dann auch meistens so ein bisschen leveln. Weil zwischen Norman und Flavia passiert nicht sehr viel, ne? So, it's time to heal. So, easy. Hello, everyone. Ah, Moron Berries. Yeah, Moron Berries. Only two, man. Das sind ja gerade mal 2, das ist ja voll schlecht. Ich brauche mehr Moron Berries für Dixie. Menno. Give me more Moron Berries, please. I want more berries for dummies. Please. Wie viel haben wir denn inzwischen davon? Lass mal gucken, guys. Wir haben inzwischen 8 Moron Berries. So 8 ist okay, I guess. But I could use some more, maybe, in the future, for, like, a very special Pokemon, I don't know. It's just, maybe, I don't know. Flavia's Kotl will be replaced by a Weezing that kills the starter Pokemon with a frustration. Is this some kind of call right there? Are you betting something? Doesn't sound too logic. Too logical. Kuga Flashbacks. Das ist wohl wahr. Kuga war ganz schön gemein. Der alte Sack. So. Haben wir nochmal neue Beeren gepflanzt. Wir haben nochmal schön Punkte verteilt. Ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich richtig zu Flavia gehen, ne? Let's go. Bist doch hier oben, oder? Ach, siehst du, wir könnten eigentlich noch das komische Haus hier mitnehmen, ne? Hier gab's hier nicht Special Fights irgendwie? Könnte man hier nicht gegen jemand Spezielles kämpfen? War das nicht so? Lass ihn mal Dojo machen. Let's go. Fight me! Die. Die. Easy. First point. Oh well, that's kind of ironical, I guess. But I'm 11 level higher, so... Easy. Next point.
Another point. Well. 4 points for Dosho. Yay. Yay! Ein Macho-Band. Macho, Macho Man. So, hier ist das Häuschen von Troy, Alter. Moinsen Napu, grüß dich, willkommen im Stream, Hallöchen. So, ein bisschen beschleunigen hier, let's mal go, forward. Auf zum 4. Orden, Leute! Yay! So, ich glaube, wir können jetzt hier oben lang, ne? Ja, genau. Seilbahn fahren! Seilbahn fahren ist cool. Ja, kommen Sie mit. Spiel zu Vanilla, nein, das ist eine Nuzlocke, ein Randomizer und auch eine sehr große Challenge. Gerne mal Ausrufezeichen Gewinnspiel eingeben, da kriegst du ein 50-minütiges YouTube-Video, was dir erklärt, was ich hier mache. Also, das ist ein bisschen komplexer. Woher kommt das Rihorn? Ja. Und nicht nur das, wir haben auch random einen Landton, einen Donphan, was ja auch eher ungewöhnlich ist. Aber ja, wenn du die Informationen brauchst. Im Grunde ist das hier eine besondere Art der Nuzlocke, die ich mir ausgedacht habe, wo wir 7 Generationen hintereinander spielen, deswegen die 7 Region Lock. Und wir werden jede Generation Leuten aus der Community, also die hier im Chat sind, oder Leute von meinem Stammtisch oder wie auch immer, die Namen an die Pokémon verteilen, die ich in der Nuzlocke fange. Das ist ja bloß 1 pro Route leider. Also je nachdem, ob ihr es wollt oder nicht. Ne? Wenn ihr es nicht wollt, dann kriegt es einen Random-Namen, dann hat es gar keiner. Ne? Und die Pokémon können dann während des Trainerkampfes Punkte verdienen, wenn sie an einem Trainerkampf teilgenommen haben. Und am Ende werde ich dann die Punkte alle in der Tabelle eintragen und wer das 7 Regionen die meisten hat, kriegt dann Preise. So sieht das Gewinnspiel im Groben aus. Ich glaube, das ist die schnellste Erklärung, die ich bis jetzt je geliefert habe. Und die Frage musste ich schon häufiger beantworten. Also, ich glaube, das wird immer besser bei mir. Macht aber sehr viel Spaß bis jetzt. So, die prügeln sich ja alle. Jo, das Pfiffchen ist ja auf LSD, Alter. Das ist ja... Der ist ja richtig am Upspeeden. Der ist ja... Sicher, dass der nicht irgendwie Elektroschocks kassiert hat? Das sieht aber hier nach Doping aus. Also ich bin jetzt mal der neutrale Schiedsrichter. Ich sage, faul wegen Doping. Da muss ich ja gleich mal hier die FIFA rufen. Das sieht nicht koscher aus hier. Ne? Das hier, außerdem ist es Türkenstrategie. Das macht man nicht. 3-1 ist unfair. Moving around in the speed of sound. Kannst du alle Editionen als ROM für free runterladen? Naja, was heißt für free runterladen? Ich habe die Originalspiele hier, aber ja, ich habe die ROMs natürlich aus dem Internet runtergeladen. Wer sich sowas googeln kann, ist klar im Vorteil. Aber ja, ich habe kurz Google eingegeben. Und dann halt eben nach einer Website gesucht, wo ich mir die Spiele runterladen kann. Aber es ist nicht so, dass ich die Spiele nicht besitze. Ich glaube, die einzige Ausnahme ist tatsächlich Feuer... Ne, wie heißt es? Blattgrün, ne? Also Blattgrün ist, glaube ich, das einzige Spiel, was ich, glaube ich, nicht besitze. Bei Smaragd habe ich, glaube ich, Rubin und Saphir, aber nicht Smaragd. Das ist, glaube ich, auch noch scheiße. Aber Platin habe ich hier, Weiß 2 habe ich hier, Y habe ich hier. Ultrasonne habe ich, glaube ich, auch hier. Oder habe ich Ultramond? Na, auf jeden Fall eins von beiden. Das sind auf jeden Fall die 7 Generationen und die 7 Regionen, die wir spielen wollen. Aber ja, theoretisch kann man die im Internet finden, aber ich sag dir nicht wo. Dafür bin ich nicht da. Das ist auch nicht legal, das zum Internet zu verbreiten. So, Leute, wer mag denn Punkte haben? Hände hoch, wer Punkte will. Also wir haben mehrere Leute mit 8 Punkten. Wen setze ich denn jetzt ein? Alle sind Level 27, da muss ich auch nicht viel arbeiten. Menno. Kali, ich will Punkte. Kali, es tut mir leid. Ich habe doch keine Stahl-Pokémon. Ich wäre doch gerne eins. Ich habe doch aber keins. Also doch bald. Würfel. Ente sagt, sie will auch Punkte. Ente hat schon 11. Abgelehnt. Ein Würfel hat 6 Seiten. Well, that's actually true. Okay, Leute. Wir wollen ein Pärchen auswürfeln. Ich habe hier zufällig 2 Würfel. Let's go. Ich finde den Vorschlag gut. Warum nicht? Let's go. 1 und 6.
da. 1 und 6. Also, Dosho und Dosho und Lynn, ne? Also bei mir sind das 1 und 6. Weil die sind ja 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So sind die jeweils bei mir sortiert irgendwie. No, let's go. Wir von Team Magma setzen alles daran, so im Wohle aller zu handeln. Was kommt gerade voll der Sturm auf? Ziemlich windig draußen. Ja, bei uns von auch. Aber Dosho hat schon Punkte. Das ist true. Ja, Dosho hat echt schon ein bisschen viele. Das stimmt schon. Aber ist der Starter, da ist der letzten Region sehr wenig gemacht. Aber ich glaube, Dosho ist gerade mal so, wenn überhaupt, in den Top 10. Ich glaube, so langsam können wir auch das Fenster wieder aufmachen. Ba, ba, bam, bam, ba, da, bam, bam. Aber wir werden die schon noch ein bisschen equal verteilen, denke ich mal heute. Oh, ein Vulpix. Oh, das ist hübsch. Will ich auch. Also wenn ich sag mal so, wenn ich kein Logok habe, würde ich jederzeit einen Vulnona nehmen. Easy. Also free. Ba, 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 bam, bam, bam. Cat Jam. Ich mag die Mucke. Die bangt so richtig hart. So, Entschuldigung. Muss mein Headset wieder besser machen, sonst kriege ich Ohrschmerzen. So. So, was mache ich denn jetzt mit Lynn? Lynn ist ja leider echt. Also, Lynn hat echt noch immer echt beschissene Moves, muss ich sagen, ne? Also, Lynn, deine Attacken, du lernst sind echt Käse. Muss ich mal so sagen. So, Thunderbolt! Hieran merkt man übrigens auch, dass es gerandomized ist. Also, in anderen Worten, wir haben auch Move-Tutoren gerandomized und ich habe vorhin statt Metronom Donnerblitz bekommen. I guess I'll take it. Du machst jetzt warte mal, ist Naturkraft eigentlich hier? Let's go. It's time to try this one. Bram, 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 bram. Oh, Steinhagel. That's amazing. Burns. Tschüss. Kannst du auch alle Stats immer pro Kampf randomisen? Wie meinst du Stats randomisen? Wie meinst du das mit Stats randomisen? Also meinst du die Stats der Pokémon oder was meinst du genau? Das musst du ein bisschen konkretisieren. Ne, die Stats nicht. Also die Pokémon-Werte bleiben immer gleich. Also wir haben schon die gleichen Werte und auch die gleichen Fähigkeiten. Das könnte man randomisen, aber mache ich nicht, weil das mir zu random ist. Also ich will ja schon ein bisschen Abwechslung drin haben. Mit zufälligen Pokémon auf Routen, im Gras, bei Trainern und so weiter. Aber also die Stats der Pokémon bleiben gleich. Die Fähigkeiten sind immer gleich. Also zumindest so random, wie die Fähigkeiten sonst auch nur sein dürfen. Die Attacken, die sie lernen, bleiben gleich. Bis auf die TMs. Die TMs sind eine kleine Ausnahme, weil die TMs gerandomized sind. Das liegt aber daran, dass wir die Items gerandomized haben und da zählen natürlich auch die TMs dazu. Das heißt, die Attacken, die die TMs verteilen unter sich, bleiben ein bisschen... Die sind ein bisschen hin und her gemischt. Das ist ein bisschen... Swoodly-Swoodle. So. Die Idee mit dem Würfel war aber lustig. So, wenn du übrigens auch an einem Gewinnspiel teilnehmen willst, immer gerne. Sei dir bewusst, es dauert eine Weile. Ne, bis wir immer mal alle 7 Editionen durchgespielt werden. Könnte bis Ende des Jahres dauern, schätze ich mal grob. Also, ich könnte es mir gut vorstellen, zumindest. So, Achtung, Dosho kriegt 2 Punkte. Und, Lynn hatte ich dabei, ne? So, jetzt nehmen wir aber definitiv hier mal... Nehmen wir mal... Alfie nochmal mit. Ja, logisch, habt ihr mal ein Follow da gelassen. Oh, dankeschön. In dem Fall danke für den Follow, weil ich das gerade irgendwie nicht sehe, wahrscheinlich sind die Leute schön am Eimer. Ja, Twitch, oh, ah, ich sehe es. Dankeschön vielmals für den Follow. Ja, es gibt Plugins, bei denen dein Team bei jedem Kampf randomized wird. Echt, gibt es sowas? Krass. Das stelle mir auch krass vor. Aber ich glaube, das wäre nichts für mich tatsächlich. Ja, das wäre dann doch wieder zu random, muss ich sagen. Oh, das ist ein Einzelkampf, oh. Okay. Dann halt ein Einzelkampf. Ha! Da bist du also den weiten Weg hierher hochgelatscht, ja, und dann kommst du leider zu spät. Ich habe den Meteoriten aus der Meteorfalle bereits bei meinem Boss abgeliefert. Cool. Oder dass du immer die gleichen Pokémon wie der Gegner hast. Okay, krass. Hab ich auch nicht gehört. Magma-Vorstand Kalle. Ey, Kalle, was geht, Bruder? Oh, keiner, danke für Free Hugs. Dankeschön. A Body Slam. Boom. Auf die Nase.
Und danke nochmal für Free Hugs von Fanny. Dankeschön. Stell dir das mal als Nuzlocke vor. Das stelle ich mir ziemlich hart vor. Und auch vielleicht ein bisschen zu random, weil da kannst du nicht ein Pokémon pro Route fangen. Und Fenrir, aua. Ein Body Slammer ist blockiert worden, no! Egal, machen wir es so. Ich habe ja noch Aurora Strahl. Ich muss schon sagen, die Musik ist ein echter Banger. Ein Hopspross. So niedlich und so unschuldig und so tot. Please don't quote that. Das hört sich sehr falsch an, wenn ich das jetzt immer als Quote später lese. So, mir reicht deine Husterei. Huch, was habe ich gemacht? Warte, ich kann ja noch mal ein bisschen arbeiten. Besser. Was? Banger Musik ist das Lance Theme. Das ist auch geil. Auch richtiger Banger. Aber ich muss sagen, das Cynthia Theme finde ich noch ein bisschen geiler, muss ich sagen. Eine Kanne Tee, ja, nehme ich. Also, wenn du es mir anbietest, nehme ich es. Ja, los, Alfie. Oh, Eis gegen Eis. I take it, los, Body Slam, Alfie. Let's go. Ba, 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 da, ba, ba. Eine Kanne tropischer Eistee? Oh. Tropischer Eistee ist auch geil. Autsch. Autsch. Ja, mein Husten sagt ja wieder mal ein bisschen. Ich weiß, ich trinke ja wirklich viel, ne, aber... Hehe, auch wenn ich verloren habe, sobald unser Boss das Ding zum Leben erweckt. Ist das der Eistee aus dem Tetrapack in eine Kanne geschüttet? Habe ich als Kind relativ häufig getrunken, aber heutzutage gar nicht mehr so. Also wenn ich jetzt Eistee trinke, ist das relativ selten inzwischen. Aber als Kind mochte ich den Eistee aus dem Tetrapack. Der war mal schön fruchtig süß so. Hat zwar wahrscheinlich voll die schlechte Qualität und da ist viel zu viel Zucker drin, aber... Hey, I guess, it's just me. So, würde ich sagen, krieg jetzt noch Fenrir oder Snow einen Punkt. Ich gebe mal Fenrir noch einen. Obwohl, ihr weißt was, Fenrir kriegt keinen. Snow kriegt einen. Obwohl, Snow ist nicht anwesend. Ach, ist egal. Aber Fenrir braucht noch ein Level. Ach ne, Fenrir, komm. Was? Nee, es gibt mit den. Es gibt den mit Medizinen. Mit Medizin, Honig und Zitrone. Mm. Krass. Oder Kalysia. Rauch-Eistee ist auch gut. Gibt es echt Rauch-Eistee? Hab ich noch nie gehört. Ich dachte erst, du meinst das als Witz oder so. Ey, Digga, rauch mal ein bisschen Eistee. Das ist voll gut so, ey. Klang halt so wie so ein Drogen-Junkie. Rauchbier ist auch gut. Ne, Bier mag ich generell nicht. Da bin ich kein Fan von. Ich weiß nicht, Bier so wie... Ich bin kein Fan von bitteren Dingen. Ich trinke generell sowas nicht sehr gerne. Es gibt Bier, das schmeckt okay, aber ich bin trotzdem kein Fan davon. Aber muss ja auch nicht jeder Bier trinken. Bleibt mehr für euch übrig. Die Kraft, die in den Meteoriten... Oh, das ist übrigens ein Bossfight. Mehr Punkte! Mehr Punkte! Ich muss bloß gucken, wie viel Scheiße. Zitat, Destroy the Monster Rehab schmeckt nach Eistee. Was ist denn Monster Rehab oder Rehab? Ist das einer von diesen Monster Energies? Habe ich noch nie. Also ich kenne einen Monster Energy, den trinke ich ganz gerne. Das ist der gelbe. Boss Fight without Kalysia. Man kann nicht, tut mir doch leid. Du musst halt aber mal Pokémon aussuchen. Du Pfeife. Du liebe Pfeife. Monster Energy, okay. Wie sieht denn die Dose aus? Da kann ich das mal probieren. Monster Rehab ist Eistee. Oh, nix. Ja, aber das kann ich da noch nicht benutzen. Es entwickelt sich Level 30. Als ob ich das jetzt schon mitnehme. Das stimmt doch bloß. Das wäre doch sad. Außerdem haben wir schon viel zu viel Pokémon aus der Generation. So, jetzt müssen wir gucken. Ein Bosskampf. Ein Rivale/Bosskampf bringt 5 Punkte. Let's go. Wenn man die mit dieser Maschine verstärkt, würde die Aktivität des Schlotbergs enorm verstärkt. Die Energie wird tief im Krater ansteigen und wer bist du denn? Edyn hat sich über ein Kind beklagt, das sich in den Angelegenheiten von Team Magma einmischt. Dieses Kind musst du sein. Du glaubst, du kannst dich auch in unsere Team Magmas Angelegenheiten einmischen, Mann? Hör gut zu, schon lange Zeit benutzen die Lebewesen das Land, um zu wachsen und zu gedeihen.
Daher ist das Land wichtiger als alles andere. Ist die Wiege allen Lebens. Eigentlich ist das Meer tatsächlich die Wiege des Lebens, rein biologisch betrachtet, aber egal. Daher widmet sich die Magma der Aufgabe, die Landmassen zu vergrößern. Viel zu coole Stimme für Mark, tut mir leid. So entsteht mehr Raum für Pokémon und Menschen und Pokémon. Für unsere Pläne brauchen wir das, was im Inneren dieses Berges schläft. Nun, mehr brauchst du nicht zu wissen. Das ist schon viel zu viel, aber egal. Ich kann einem sturen Kind wie dir nicht erlauben, sich uns in den Weg zu stellen. Ich werde dir zeigen, was passiert, wenn du uns aufhalten willst. Oh, Banger-Musik! Warum ist die Musik so gut? Richtige Banger-Musik, Leute. Was, Fenrir Greypack? Achso, du meinst, woher sein Name kommt? Das weiß ich gar nicht. Ich heiße nicht Fenrir, ich sterbe nicht. Keine Challenge accepted. So, Magma-Boss Mark. Aber Kana, danke für das Kompliment. War ja indirekt ein Kompliment an mich. Ich bin euer Team Aqua-Fan, muss ich ehrlich sagen. So, ein Enikoro. Also ich glaube, er kann mir nicht viel anhaben, oder? Also, let's go. Er kann nerven, okay, ich merke schon. Ein Guido. Ja, quasi. Die krasseste Musik ist doch aus Schild und Schwert und Schild, wenn eine Mega-Entwicklung am Start ist. Gibt es inzwischen Mega-Entwicklung überhaupt in Napu? Ich weiß das gar nicht. Gibt es in Schwert und Schild inzwischen Mega-Entwicklung? Das haben die doch rausgepatcht da aus der Edition. Einer der Gründe, warum ich die nicht mag. Weil ich fand Mega-Entwicklung ziemlich cool. Und finde dieses komische Gigamax-Zeug ziemlich langweilig. Weil das einfach nur, oh, mein Pokémon wird größer, oh, cool. Gehweier, bäh. Gigamax, nein, die kenne ich nicht. Bada bada ba. Markma, Boss Mark. Kalli, du Lümmel. Ente, Bild ist auf Discord. Oh. Ein Discord-Bildchen. Ah, okay, so sieht das aus. Monster Rehab. Tea plus Peach plus Energy. Also basically ein Eistee-Energy. Na, mal probieren. Das kann man ja mal testen. Sieht ganz lecker aus. Ich mag ja Pfirsich generell als Geschmack. Pfirsich ist lecker. So, das ist leider kein Matchup für mich. Apropos Fenrir Punkte, ne? Also, mal Fenrir schnell grün markiert. So. Und wir werden erstmal schnell austauschen. Und zwar würde ich sagen, kommen wir hier gegen das Pokémon am besten an. Eigentlich könnte ich schnell Snow benutzen. Ja. Warum nicht? ein Iced Energy. Oh. Kalli, der war schlecht. So, da kommt der Blubber, den habe ich schon erwartet, aber der macht keinen Damage, Brudi. Den kannst du dir schenken. Geile Baseline. Miauz, genau. Was? Ich hab so Team Rocket Vibes gehabt. Kurz, Entschuldigung, tut mir leid. Oh nein, der Duplex hebt mich. Aua. Stop hitting me. Funkensprung Snow. Bam. Bam, bam, bam. Oh. That's a lot of experience, guys. Oh, ein Reitschuh, krass. Cynthia-Theme ist immer noch die beste Musik. Ja, ist echt so. Cynthia-Theme ist schon geil. Aber wohl auch, weil sie meinem 12 Jahre altem Ich Albträume gegeben hatte. Ja, kann ich dir nachfühlen, Kalli. Obwohl, war ich. Ja, ich war im selben Alter sogar. Aber warte mal, wann kam Platin raus, Leute? Ja, ich glaube, ich war 14 oder so. Wann kam Platin raus? Weiß das noch jemand? Ich würde spontan sagen, es war 2000 irgendwas. 2005 oder so? Raichu, ein perfektes Kalysia-Matchup. 2009. Okay, da war ich schon älter, da war ich schon 16 oder so. Oder 17. Ja, 17 müsste ich gewesen sein. Aber ich hatte trotzdem noch relativ Probleme mit dem Spiel. Also, so, allerdings ist das auch ein perfektes Snow-Matchup. Ihr magt es nicht für möglich halten. Aber dieses Raichu kann mir gar nichts. Ich habe Voltabsorber. Ching, ching. Easy, freezy. So, bitteschön. Hier hast du so Blubber ins Gesicht. Bam. And I got a lot more for you. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Jetzt denkt er, scheiße.
finde, Raichu sieht aus wie so ein Boxer-Pokémon in dieser Generation hier. Das sieht so aus, als wenn er gleich boxen will. Weißt du, so pam, 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 pam. Oh, weiß ich nicht. Als wenn es dann mit seinen kurzen Ärmchen irgendwas verprügeln will. Und gleich kommt der Dreschpfleger. Ich glaube, Raichu kann sowas nicht. 2009 bin ich in die Schule gekommen. Ein Critical Hit! Er hat einen super Trank. Kana, nun fühle ich mich alt. Was ist denn das da Grünes mit zwei... Achso, der, so ein Boxer-Ding, okay. Ist das ein Boxhandschuh? Was ist das Grüne? Ein Frosch mit Handschuhen. Okay. I get it. I get it. Alter Mann. Kana, sei ruhig. Scheiß Gen Z, ey. Denkt, die hat auch noch was zu melden hier. Nee, mir ist scheißegal, wie alt die Leute sind. Ich hatte letztens bei Dyson Sphere zwei Leute im Chat. Der eine war irgendwie 40 und der andere war 50. Da dachte ich mir so, okay. Wie kommt ihr hierher? Das ist aber nicht eure Generation, Kindchen. Jungs und Mädels, das ist nichts für euch. Autsch. Stop hurting me. Vitali Klitsch Nasko. Oh mein Gott, Kali. Why would you do that? So langsam macht der Ruckzuckkeeper leider Damage, weil er mich inzwischen sehr oft geruten schlägt hat. So langsam muss ich leider auswechseln. Außer ich kritte. Ja gut, dann hat Snow gerade verhindert, dass andere Leute noch sich dem Raichu mutig entgegenwerfen müssen. Hust. Ich mag, wurde ganz hinterhältig besiegt. Kai gewinnt Geld. Ich habe Geld. Alter, immer wieder ein Klassiker, Leute. Ich habe Geld. So, genug, ich ziehe mich für den Moment zurück. Aber das ist nicht das letzte Mal, dass du Team Magma zu Gesicht bekommen hast. Auch ohne Meteorit, wenn wir erst die Kugel haben. Warum lacht denn der so hässlich? Kai, danke. Mit deiner Hilfe haben wir den zerstörerischen Plan von Team Magma durchkreuzt. Aber du, auf welcher Seite stehst du? Nein, auf keiner von euren. Ach, das ist egal. Wir werden weiter unsere Augen aufhalten und Team Magma beobachten. Kai, wir sehen uns bestimmt wieder. See ya, Boys. Ein Meteorit steckt in dieser mysteriösen Vorrichtung. Willst du den Meteoriten entnehmen? Jo, her damit. Ist meins. Kai packt Meteorit in die Basis-Item-Tasche. So, es ist gleich 19 Uhr. Das heißt, ich muss ihm die Folge gleich beenden. Auf jeden Fall, die Folge wird heute zwar ein bisschen länger. Aber nur auf Hinsicht dessen, dass wir, dass ich ungefähr so 19 Uhr fertig sein muss, weil die Jungs dann in ihrem dass die Jungs dann in ihrem 24-Stunden-Stream mit ihrer Mario Kart-Runde starten und ich da gerne dabei sein würde. Deswegen werde ich jetzt noch schnell einen roten Pokémon fangen hier unten. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Lavakekse sind die Spezialität am Schoko... im Schokoberg, wollte ich gerade sagen. Huch. Am Schlotberg, nimm einen, kostet nur 200. Geil. Mehr kaufen. Waren die nicht voll geil? Waren die nicht voll nützlich? Kai, die Lache musst du genauso nachmachen wie Kuma und Kotaka aus Ocarina of Time. Lavakekse ist ein Hyperheiler, wollte ich so sagen, ne? Das war doch voll geil. Mal gucken, Lava-Keks. Jo, halt alle Statusprobleme. Let's go, Boys. Da kaufe ich noch mehr von. Dann brauche ich nie wieder Gegengiftsbums und so ein Zeugs. Let's go. Lass mal ein bisschen speeden und Kekse kaufen. Ah, Text in Time. So, ja, Napu, wenn du noch da bist, magst du vielleicht gleich ein Pokémon haben. Vielleicht kriegst du ja gleich eins. You might be lucky. Ja, dann habe ich extra gesagt, für die ganzen neuen Leute, die noch, naja, eh schon erschwerte Konditionen haben, noch aufzuholen. Habt ihr den Vorteil, dass ihr noch nie ein Pokémon hattet und deswegen entsprechend bei der Auslosung ein bisschen bessere Chancen habt. Allerdings müsst ihr davon ausgehen, wenn ihr jetzt hier reinkommt und random als Gewinnspielteilnehmer teilnehmt und Kali ein Stahl-Pokémon klaut, dann wird er euch für immer hassen. Ein Lava-Keks ist ein Keks aus Lava. Wahrscheinlich, I guess. Was soll es denn sonst sein? Also, ich würde das auch annehmen. So. So muss ich mich heilen, bevor ich hier ein Pokémon fange. Ja, Snow braucht ein bisschen Heal. Der Snow braucht ein bisschen Heal. Ich will es ja in der Edition auch endlich mal reinschaffen. Ja, meine Mutter hat auch noch kein Pokémon. Und ja, Ranchan ist sowieso wirklich meine Mutter. Das ist kein Joke. Also, an alle Neuen, die jetzt denken, so, was ist denn das für ein Muttersöhnchen? Ich bin ein Söhnchen, eine Söhnchen. Das ist eine Söhnchenmutter. Ne? Ich bin nicht schuld.
So, Snow, du bist ja unser Pokémon-Fänger, also streng mich an. Kann ich den umgehen, ohne dass ich da kämpfen muss? Ja, Tatsache. Nehme ich den jetzt mit? Ach komm, hier, fuck it. Let's go. Lalalala, Schlotberg-Steilpass. Davon habe ich immer geträumt, wenn ich in den Bergen unterwegs war. Du hast ja Probleme. So, scheiß Dev. Tschüss. Snow erreicht Level 29. Yay. Yeah. Und Blutzug ist tot. Nee, doch nicht. Das hat mich vergiftet. Arschloch. So, Snow kriegt noch einen Punkt. Achso, apropos Punkte. Oh, lol, warte mal. Habe ich noch einen von den anderen Zweien benutzt? Nee, ne? Oh, jetzt muss ich erstmal gucken, Leute. Habe ich bei Mark noch andere Pokémon benutzt? Ich glaube nicht, ne? Der hatte glaube ich, nur Sachen. Raichu hat er gehabt. Das hat Snow gemacht. Und am Anfang hatte ich sowieso Snow draußen. Passt du wieder nicht auf. Mann, manchmal vergesse ich das. Sagt er und wohnt mit fast 30 noch zu Hause. Ja, erschwerte Möglichkeiten und so. Wenn ich das Geld hätte, wäre ich schon längst ausgezogen. Aber wenn ich das Geld nicht habe, was soll ich denn machen? Was, wer mir ein Stahl-Pokémon klaut, kriegt nie wieder einen Sub von mir gegiftet. Und meine Subs liegen eigentlich lockerer als die Stimmung alkoholisierter Menschen. Kandidat ist sehr, sehr großherzig von dir, muss man ja ehrlich sagen. Sehr, sehr nett. Stimmt, Nemo hat den Stahl-Pokémon geklaut. Oh mein Gott, Nemo kriegt nie wieder einen Sub. Wie wär's mit Arbeiten? Ja, das habe ich. Ich meine, ich habe schon gearbeitet, so ist nicht. Aber ja, schwierig. Ich muss aber auch ein bisschen auf meine Bildung gucken. Ist ja nicht jeder immer instant fertig mit 19 mit Abitur und hat dann instant studiert und ist dann mit 22 frisch Fleisch auf dem Arbeitsmarkt. Das hat bei mir leider nicht so funktioniert, muss ich leider sagen. Ist so. Kann ja nun mal nicht ändern. Aber theoretisch hätte ich damals den Callcenter-Job weitergemacht, hätte ich durchaus ausziehen können. Definitiv. Ich habe 1100 Euro im Monat verdient. Hätte für eine kleine Wohnung auf jeden Fall gereicht und für mich. So für mich alleine auf jeden Fall. Aber ich konnte es halt leider nicht weitermachen, weil die Zeitfirma mich verarscht hat. Und ich dachte mir so, okay, du mich auch. Und dann wäre es ja eh nicht mehr weitergegangen, weil ich hätte dann... Also das Problem ist, ich hätte dann wieder zu Hause einziehen müssen, weil ich dann studiert habe. Und das hätte ich mir nicht leisten können. Weil in Berlin findest du keine Wohnung. In Berlin eine Wohnung finden ist wie... Ah, da musst du die Götter anpraisen, Alter. In Berlin eine Wohnung finden ist absolut unmöglich. So, ich weiß nicht, ich kann mal hier Storytime. Vorhin wollte noch jemand noch eine Storytime. Ich habe jetzt für euch was und ihr dürft mir gerne sagen, ob ihr das für wahr oder falsch haltet. Ich habe ja in Berlin, als ich da angefangen habe zu studieren, ich war ja 2 Jahre Student in Berlin, für die es nicht wissen, und habe da ja schon ja mich nach Studentenwohnungen und so einem Blödsinn umgeschaut und nach Wohnungen gesucht und so in allen möglichen Ecken, Hauptsache irgendwo in Berlin. Ne, das war halt eben das Problem. In Berlin eine Wohnung finden ist ein bisschen schwierig. Wer das schon mal probiert hat, der weiß, dass das definitiv stimmt. Das ist halt eben so. Ist halt eine große Stadt. Das ist halt schwer, eine Wohnung zu finden. So, und ich habe mich mal zwischendurch, so, das war noch, glaube ich, mit dem ersten Semester tatsächlich sogar, als ich mich beim Studentenheim anmeldete und fragte, ja, wie sieht's aus mit Studentenwohnungen und so, da meinten die, ja, boah, ist voll überfüllt, also rechnen Sie mal vielleicht in 18 Monaten damit. Das war ein guter Witz, weil 18 Monate sind 1,5 Jahre und ich hätte 3 Jahre Studiumszeit gehabt. Ich hätte ja bloß noch ein Jahr studiert, dann wäre ich ja fertig gewesen. Und sagen wir es mal so. Ich wollte nicht erst nach 18 Monaten in Berlin einziehen. Ich wollte eigentlich schon viel früher weg, aber konntest du vergessen. Das heißt, ich habe mich da mit Leuten unterhalten und es gab auch Leute, die waren super ätzend, super eklig, ne? Also richtig sind Vermieter beschissen, wie man nur im Buche stehen kann. Und es gab aber auch eine Vermieterin, mit der mich unterhalten, oder die war halt Mitarbeiterin in so einer Vermietungsfirma da. Also die halt für die Vermieter, für diesen Wohnkonglomerat da halt gearbeitet. Und mit der habe ich mich unterhalten und die meint so, ja, ist halt, also wir haben uns so ein bisschen generell über die Situation unterhalten und die fand ich sehr sympathisch und die meint auch, ja, mein Sohn studiert ja auch hier in Berlin und so. Der wohnt auch noch bei uns zu Hause und der ist auch irgendwie 26 oder so gewesen. Weiß ich gar nicht, wie alt er damals war, falls sie mir erzählt hat. Aber er war ungefähr so alt, wie ich, hat sie mir erzählt und meint, wir würden ja, also er würde gerne ausziehen, er hat schon vor dem Studium gearbeitet, um sich Geld zu verdienen fürs Studium und die Eltern hätten auch ein bisschen Geld für eine eigene Wohnung dazugegeben und so. A lot of talking, but I don't know what it said. Sorry, but I guess I can translate later on and then you can decide for yourself. Das heißt, ich habe mich mit der Vermieterin unterhalten und erzählt und bla und so, ne? Und sie meinte, ja, hier in Berlin eine Wohnung finden ist halt scheiße. Also, wir nehmen dich erstmal auf als Kandidaten für die Miete, für die Wohnung, fürs Apartment.
Das wäre halt irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, das wäre irgendwie... Das war halt eigentlich eine relativ gute Wohnung für Berlin-Standards. Ich glaube, ich hätte irgendwie 390 Euro bezahlt. Warm schon. Für irgendwie, boah, weiß ich nicht. Einraumwohnung mit Wohnzimmer, Kochraumnische. Und ich glaube irgendwie boah, knapp unter 20 oder knapp über 30, also um die 30 Quadratmeter rum. Das geht für Berliner Verhältnisse, ist das völlig in Ordnung. Das ist wirklich gut. Und ja, wir haben uns dann so unterhalten und sie meinte so, ja, hier, also ich würde sie eintragen, aber das Problem ist halt, also sie spricht mit mir und sagt, ja, okay, wir nehmen sie als Bewerber für die Wohnung auf. Das Problem ist bloß, dass es halt gibt so viele Bewerbungen auf eine einzelne Wohnung in Berlin. Du als Konkurrent hast du da keine Chance. Wenn du in Berlin eine Wohnung kriegst, ist das wie Lotto. Impossible. Und sie meinte, sie hat einen Kollegen gehabt, der hat ohne Scheiß auf eine einzige auf eine einzige Wohnung in Berlin über 750 Bewerbungen bekommen. What? Das sind fast 1000 Menschen, die nur eine Wohnung wollen. Eine! Was ist falsch mit den Menschen? Wieso wollen alle Leute nach Berlin? Die Stadt ist scheiße hässlich, wenn man mal ehrlich ist. Also die Menschen sind ganz nett, aber die Stadt ist echt hässlich, muss man sagen. So, außer der Kernpunkt, der ist ganz hübsch. Aber die rundherum, die Gebiete sind einfach kacke hässlich, ist halt einfach so. Vor allen Dingen Ost-Berlin sieht halt immer noch aus wie... Naja, wie zu DDR-Zeiten halt, ne? Und, ich habe irgendwann dann eine Absage bekommen und ich dachte so, ja klar, logisch. Ne, die suchen natürlich Leute wie verheiratete Pärchen, Gutverdiener, die halt die Kaution easy einfach so raushauen können, ne? Kaution hätte ich abstottern müssen oder so, keine Ahnung. Die Kaution war wie damals, glaube ich, 3 Kaltmieten oder so. Waren fast 1000 Euro oder so. Ohne Kinder und Haustiere. Genau, bloß keine Haustiere. Wie läuft das gleich mit Mario Kart? Dexi und ich würden gerne mitmachen. Müsst ihr mal Luigi im Chat fahren bei ihm. Welche? Das ist nicht das Cola-Ding. Ah. Ich kenne das hier, das heißt. Okay. Ja, also könnt ihr gerne für euch entscheiden. Wahr oder nicht wahr? Die habe ich bestimmt schon mal erzählt, oder? Ich kenne die Story schon. Was soll ich sagen? Verstehe auch nicht, was alle in Berlin wollen. Ich wollte halt da studieren und arbeiten später, Kana. Also ich musste irgendwie. Für kleinere Städte viel hübscher. Kann ich dir bloß zustimmen? Kann ich dir leider nur zustimmen? Ich finde inzwischen sogar meine Stadt wieder sympathischer als Berlin. Und das soll was heißen. Und ich mag meine Stadt nicht sehr gerne. So, now I can give you the translation for LDS John Boy. But first, let me save this, so we're gonna catch the Pokemon next time, I guess. And not today, because I don't have much time left. Ah, weißt du, den Grasgeruch, als ich in Deutschland war? Aber die Chinesen in Deutschland sind so viel besser als die in meiner Nähe. Ja, was wir machen halt, ne? So, I guess time for say goodbye. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich meine, Schluss ist 19 Uhr, ich muss also gleich zu Mario Kart flitzen. Heute bleibt es also bei 2 Folgen. Louis macht gerade seine Pause. Na gut, da kann ich ja kurz noch die Story... Wir können vielleicht noch schnell den Pokémon fangen, komm. Ungefähr. Ich wollte es ja sowieso noch fangen. Ach, halt doch die Schnutzen. Halt doch das Schnutzen. So, we're gonna catch a Pokémon real quick. I hope so. Maybe. So, lass mal schnell nochmal Snow healen, so. So, time for new Pokémon. Maybe you want this. I hope it's something good for you. Please be something good, guys! Bullshit. Wie ist mit Mauzi, Alter? Mauzi, halt doch mal deinen Schnauzi. Was, Typs Cluster? Echt? Hatten wir schon mal? Did we have a Meowth already? Einfach auf Zahltag hoffen. Money, money, money. Hatten wir schon mal einen Mauzi? Wait. Das muss ich kurz, let me check this real quick. ja, doch. Ja, jetzt, wo ihr es sagt. Ja, true. Wait, let me look at this. So, this is a screenshot of the box of the previous generation at the end of the game where we just beat the Elite Four. And you can see this right there, we already had a Meowth. A Meowthy. So yeah, he's right. That this is a dupe's claws. I already forget that. Oh, luckily.
Okay, we got another chance, guys. I definitely not gonna take this. So let's hope for something better, I guess. That's okay. Wait, was ist das? Dupes Claws 2? Ich erinnere mich, dass wir schon mal Nidoran hatten, oder war das männliches? Ah, wait. Haben wir diese Generation schon Nidoran gefangen? Ah, wait. Ich kann auch in die andere Tabelle reingucken. Hatten wir nicht schon mal Nidoran weiblich? Bin mir ziemlich sicher. Schlucker, Topsy. Also diese Generation ist es nicht tatsächlich. Gute Frage, Guys. Also in der letzten Generation sehe ich nichts in der Box. Oder? Nee. Nope. Ich bin mir sicher, dass wir schon mal Nidoran hatten. Kommen wir jetzt so. Can be a good earthquake user later. That's true. But the problem is that we got a lot of earth types already. So this might not be too good choice, but it's kind of tanky, so I like it, because tanky Pokemon and Nuzlocke are always a good choice, because you're gonna tank something, obviously, right? Nee, also in den Boxen letzte Generation hatten wir kein Nidoran. Ich fange das erstmal, aber ich check das nochmal gegen, Leute. Mir ist auch so, dass du schon eins hattest, ich auch. Aber ich check das gleich nochmal gegen, kann ja sein, dass das irgendwie gestorben ist oder so. Gimme, you really want this? I mean, we got a lot of earth types already and we don't have a moonstone yet, I guess. Maybe. I guess we got some water stones. Also Nidoking wäre natürlich, also Nidoqueen wäre natürlich schon eigentlich cooles Pokémon. Not gonna lie. Ein Blubber wirst du aber überleben, oder? Hoffe ich. Nidoran ist eigentlich eher die Tanky-Variante des beiden. Yikes. Das war mehr Damage als anticipated. Bin ich ehrlich. Down. Crunch. Und dann ein Ball. Aber wie gesagt, ich fange das jetzt an. So, I'm gonna catch this right now. But I will first look at something else after this episode. So, watch for it. So, we might wanna try looking at the Pokédex of this generation and the last generation, and then we can see if we really don't have any Nidorans yet. Save the Psychic for a second. Well, you can have already two Pokémon, because we are after the third arena, after the third gym badge. Yay! So, you really want this? If you want so? Of course, why not? Aber ich guck's trotzdem gleich nochmal nach. So, I'm gonna watch if we really don't have any Nidorans. Because I really remember sometime we had a female Nidoran. Vielleicht war es auch ein Platin. Was, I have none currently. That's true. So, you might wanna use this. Why not? Okay, der liebe LDS Jumboy hat sich bereit erklärt. So, we just gonna do it like this. How do you want your name? Tell me, please. Ja, es sind noch Ground-Types, oder? Echt? Bei Earth-Types muss ich immer an Yu-Gi-Oh! Denken. Das ist natürlich true. John Boy, okay. So, to make sure, it's a male. But it will be a Nidoqueen, you know that, right? Okay, so John Boy. Really with an I? Not with an Y? I? Y? Y? Yeah, boy! I guess it's a really popular meme right there. Why if it was a male though? Okay, well, it makes sense though. So, John Boy wurde auf Lanetts PC übertragen. Geil. Okay, mal gucken, was es für... So, we're gonna look at what it has for nature.
Damn, please don't hurt me. Baby, don't hurt me. Oh, no more. So it's time to save, because I'm gonna need to hurry up. Oh, thank you for the free hugs. Thank you, man. So, guys. Ich save jetzt mal ganz kurz und ich mache jetzt mal Schluss. Also, YouTube. Ich muss jetzt losflitzen, gleich noch eine Story erzählen an den lieben LDS John Boy, die englische Story von eben. Und außerdem wird Dewey wahrscheinlich gleich nach der Pause zurückkommen und mal Cut zocken wollen. Also, I gotta go. I gotta go fast. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, tschüss, ich hab's hier und ciao.